Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr euren Schnitt am Stoff ausrichten könnt im PC. Je nachdem, wie ihr den Schnitt habt, also sprich, ob ihr den bereits im Inkscape zusammengeklebt habt oder nur als PDF habt, dann könnt ihr einfach die PDF nur die Größe herausspeichern, die ihr benötigt, fügt die in Inkscape ein. Und dann wird jetzt als nächstes euer Stoff sozusagen aufgelegt. Dafür zieht ihr einfach ein Rechteck auf. Und je nachdem, ob ihr den Stoff doppellagig oder aber im Ganzen drauflegt, müsst ihr natürlich auch eure Schnittteile drauflegen. Ich wähle jetzt hier ein Rechteck aus, das ich also sozusagen als Stoff einlagig auswähle. Dann kann ich jetzt, wenn ich hier auf den Pfeil gehe und das Rechteck anklicke, hier oben meine Größe angeben. In dem Fall wechsle ich jetzt hier auf Zentimeter. Dann kann ich jetzt sagen, mein Stoff ist 1,40 breit und ist jetzt 1 Meter lang. Und dann kann ich mir natürlich hier unten auch sagen, von der Füllung her, weiß ich jetzt nicht, jetzt habe ich vielleicht einen grünen Stoff zum Beispiel. Dann gehe ich hier vielleicht noch bei und sage, ich will den aber nur in 20% haben. Er soll es mir ja nur ein bisschen andeuten, wo mein Stoff ist. Als nächstes ist es dann ganz gut, wenn ich mir für den Stoff eine eigene Ebene anlege. Also zum Beispiel einfach hier mit Plus, dann sage ich, das ist die Ebene Stoff. Die lege ich nach ganz unten. Und dann muss ich natürlich mein Rechteck noch in die Ebene reinziehen. Ich kann natürlich auch zuerst die Ebene anlegen, dann das Rechteck in der Ebene aufziehen. Das funktioniert genauso. Dann spare ich mir jetzt den Zwischenschritt. Und auf jeden Fall ist jetzt wichtig, hier das Schloss zu betätigen, weil dann ist nämlich hier mein Stoff fest im Hintergrund fixiert und ich kann den nicht noch weiter hin und her schieben. Jetzt nehme ich meine Schnittteile und fange an, diese zu positionieren. Ich muss natürlich dann schauen, wie mein Fadenlauf ist. In meinem Fall wäre jetzt der Fadenlauf also von oben nach unten. Und dann kann ich mir jetzt einfach den Teil hier oben markieren, positionieren. Und ganz an den Rand möchte ich vielleicht nicht. Dann kann ich das einfach mit dem Pfeiltasten verrutschen. Jetzt in dem Fall ist es ein Rockteil, den muss ich mir nochmal duplizieren, weil ich den zweimal ausschneiden muss und dann lege ich mir den einfach hier neben dran. Auch wieder mit dem Pfeiltasten gehe ich einfach ein Stückchen auseinander, dass ich also hier ein bisschen Platz habe. Jetzt sehe ich aber schon, also die Farbe, die ist jetzt nicht so kräftig. Ich kann jetzt auch einfach beigehen und sagen, mit der Shift-Taste, ich gehe hier auf Schwarz und dann habe ich die Linien schon mal in Schwarz drin. Und dann kann man das vielleicht später auch besser sehen. Und so kann ich jetzt einfach meine gesamten Schnitte anpositionieren. Wichtig ist natürlich auch immer, die Beschriftung mitzuverwenden. Und so kann ich das dann einfach positionieren. Ärmel muss natürlich doppelt zugeschnitten werden, also lege ich ihn mir direkt zweimal drauf. Bei der Hose habe ich es jetzt auch so, dass ich eben hier das Teil schon zweimal liegen habe. Bei dem Vorderteil von der Hose, da fehlt mir jetzt noch eine Seite, die dupliziere ich mir einfach schnell, lege die hier an und dann habe ich hier auch schon das Vorderteil. Und auch das brauche ich im Stoffbruch, und so habe ich es jetzt anmarkiert. So sehe ich also, okay, das geht mir gut aus auf dem Stoff. Wenn ich jetzt das Schloss hier wieder öffne und sage, aber mein Stoff ist jetzt halt nur 80 cm hoch, dann sieht das Ganze natürlich schon anders aus. Dann muss ich jetzt natürlich schon etwas genauer schauen, wo ich denn genau meine Schnitte hin positioniere und wie es dann reinpasst. Musterstoff ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Ihr könnt euch dafür dann auch schon vorher die einzelnen Schnittteile gruppieren, dass ihr also kein Problem habt, dass euch jetzt hier die Beschriftung oder irgendwas woanders hin verrutscht.
Denn gerade wenn man es jetzt so wie hier so ein bisschen nah rangelegt hat, dann kann es oftmals passieren, wenn man es dann nochmal neu positionieren möchte, dass es dann wegrutscht. Auf den Stoff positionieren tut ihr ja meistens immer nur eine Größe gleichzeitig und von daher ist es dann euch auch nicht schlimm, wenn es euch die Ebenen durcheinander wirft. Dann speichert ihr das Ganze ab, dann als PDF, und dann könnt ihr es aufrufen auf dem Beamer. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Stoff habt und ihr wisst genau, der ist größer wie eure Projektionsfläche, dann könnt ihr natürlich das Ganze statt mit dem Stoff natürlich auch mit der Projektionsfläche machen. Ich habe jetzt zum Beispiel nur eine Projektionsfläche von 87 mal ja, von 87 mal 46. Das heißt, ich würde jetzt hier einfach eingeben 87 mal 46 und dann kann ich mir jetzt hier nämlich schon genau anschauen, okay, wie muss ich das dann am besten projizieren, damit ich am wenigsten Stoff schieben muss, wenn es jetzt über den Stoff hinausgehen würde. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Erwachsenenhose hätte, dann würde die mir jetzt hier schon über den Schnitt herausgehen. Dann hätte ich aber hier zum Beispiel eine Markierungslinie, die ich mir dann anmarken kann, um den Stoff zum Schieben. So viel zu Schnitt am Stoff ausrichten bzw. an der Projektionsfläche. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit weiterhelfen und wünsche euch gutes Gelingen.